Hallo meine Freunde und herzlich willkommen. Heute heißt es mal wieder Spoilerwarnung. Und in Anbetracht dieses namensgebenden Content müssen wir uns heute über die Serie Berlin unterhalten. Und die Frage lautet: Lohnt sich Berlin? Es kommt nicht zu Spoilern. Ich werde hier nur grob darüber reden, ob sich die Serie generell lohnt oder nicht, ob das Thema komplett ausgeschlachtet worden ist oder ob wir vielleicht sogar eine neue Innovation bekommen. Das ist auf jeden Fall der Inhalt des heutigen Videos. Aber zuallererst wollten wir uns mal bedanken. Vielen, vielen Dank für euren Support in letzter Zeit. Absolut der Wahnsinn. Ihr seid wirklich krass. Vielen Dank für die ganzen Daumen nach oben im Namen des Teams natürlich. Und ey, checkt gerne mal unser Insta aus. Da habt ihr die neuesten Informationen direkt parat. Und der gute Dennis ist da wirklich drauf und dran, den bestmöglichen Content für euch zu gestalten. Deswegen, ich küsse eure Herzen, checkt das aus. Ansonsten, wie gesagt, Berlin. Es ist ein Charakter, der anfänglich unfassbare Klasse hat. Ich meine, ganz ehrlich, bereits nach der ersten Staffel konnte man ihn dann mit wirklich krassen Leuten vergleichen. So Berlin kann man einreihen mit irgendwie einem Raven Reddington, einem Tommy Shelby, einem Negan zum Beispiel. Das ist so diese Klassifizierung für die Iconic-Charaktere. Epic to the finest. Und das hat auch alles gestimmt. Von Anfang bis Ende war dieser Charakter Spitzenklasse. Er war nicht mal immer perfekt, er hat auch total viele Fehler gemacht, sich teilweise sehr widerlich verhalten, aber in dem Fall hatte er dann ein unfassbar glorreiches Ende. Und gut, die haben es dann wirklich noch auf die Spitze getrieben mit dem Bella Ciao Song. Das war natürlich ein Wahnsinnsmove. Und das hat Berlin nochmal eine Spitze höher gebracht, ganz ehrlich. Da wurde er noch mehr iconic und wurde noch krasser und wurde nur noch heftigerer Charakter. Ich muss aber fairerweise sagen, da begann so ein bisschen schon der Anfang vom Ende. Das hat sich angebahnt und es war irgendwann auch klar, aber sie haben ihn natürlich unfassbar ausgeschlachtet. Fairerweise müssen wir dazu sagen, es ist ein neues spanisches Studio und durch Netflix und durch diesen extremen Erfolg haben die einen unfassbaren Fokus bekommen. Ich meine, wir reden allein von den Schauspielern zum Beispiel. Instagram-Follower, die von teilweise Zehntausenden in die Millionen gegangen sind. Und diese Reichweite, dieser Erfolg hat sich natürlich primär durchgesetzt und es war natürlich für alle Beteiligten noch wichtig, das Projekt so groß wie möglich zu machen. Das Problem ist, sie hätten bei ihrem Grundkonzept bleiben sollen. Das hat man aber auch gemerkt. Das ist aber jetzt dann kein komplettes Kritikvideo an Haus des Geldes. Ihr wisst alle, was dort schiefgelaufen ist. Es waren halt many things, aber ganz ehrlich, es hat trotzdem gut funktioniert und es hat sich trotzdem eine wunderbare Storyline irgendwo noch etabliert, bis zu einem gewissen Grad, wo es halt dann gar nicht mehr funktioniert hat. Aber für den Moment, Berlin haben sie halt so lange wie möglich aufrechtgehalten. Ich meine ganz ehrlich, es macht halt tatsächlich irgendwo auch Sinn. Das Problem ist nur, sie haben es geschafft, den Charakter zu stark zu idealisieren. Sie haben ihn wirklich zu einem Gott gemacht. Am Anfang war das ein interessanter Gauner und es gab schon auch die Aussage nach dem Motto: Berlin ist wahrscheinlich derjenige, der das hier alles alleine durchziehen könnte. Ist gar nicht mal so falsch, aber ganz ehrlich, er war nie wirklich so krass, der Kopf dahinter, sondern halt einfach mehr so ein Macher auf eine Art, aber auch ein Stratege. Er konnte improvisieren. Er ist sehr gebildet, auf jeden Fall, sehr intelligent, aber dann auch diese nachrangige Vorbereitung zum Beispiel hat ihn dann noch mehr idealisiert. Und irgendwann wurde er gefühlt für mich noch intelligenter als sein Bruder. Der Professor sollte immer das absolute Brain sein. Und das wurde für mich völlig überschattet. Jetzt reden wir von jemand, der sozusagen laut eigener Aussage in seiner Prime ist. Ich meine, direkt der Anfang dieser Serie leitet damit ein, dass sie sagen: Ich habe jetzt keine Krankheit mehr. Ich bin nicht irgendwie in so einem Gelddruckmaschineriebunker eingesperrt und bin deswegen nicht isoliert und werde komplett wahnsinnig. Und deshalb bin ich gerade in meiner Prime. Und wir wissen ja, was für eine Art von Coup das ist, der hier durchgezogen wird. Und wir wissen ja auch, wie es eigentlich dann endet. Letztendlich hat er viele Sachen durchgezogen. Wir wussten aber zum Beispiel von dem Diamanten-Coup. Und das hat sich halt so ein bisschen angebahnt. Und hier sehe ich auch wieder die Grundproblematik. Damals war es halt einfach ein interessanter Coup und mit dem wurde er halt mehr oder weniger berühmt. Aber spätestens dann, wo man diese Vorgeschichte noch mit Palermo ausgebaut hat und dann eben der Plan, den man dann durchgeführt hat, das war zu viel. Ich meine, dieser Plan hat wirklich den Professor komplett überschattet. Warum hat Berlin dann nicht aktiv daran mitgearbeitet, dann hätte man sehr viel besser machen können. Das sind so viele Fragen, die dadurch gestellt werden müssen. Und ja, sie haben ihren Charakter zu stark gepusht dann. Er war schon interessant, er war jemand Krasses und er hatte einen extremen Iconic-Wert, nur er war nie das, was sie dann daraus gemacht haben. Das kam halt alles erst im Nachhinein. Und diese Serie zeigt ja halt genau auf, dass sie an dem Punkt ansetzen und es sogar noch größer wird. Und das ist ein Grundproblem dieser Serie. Es wird noch größer, er hat ein noch krasseres Team, es hat sich noch besser durchgesetzt und es haben sich noch mehr Sachen angebahnt, wo man merkt, ey, dieser Typ scheint wirklich durch nichts aufzuhalten zu sein. Vor der Krankheit, wie gesagt, laut eigener Aussage, absolute Prime.
Und das einzige Problem, was er so mit sich trägt, ist halt seine Affären, also seine Liebschaften und eben die Tatsache, dass er sich halt immer relativ schnell verliebt und das dann wirklich auch Hals über Kopf. Und das scheint ihm so ein bisschen im Wege zu stehen. Der Rest ist halt wirklich eine kalkulierte Meisterleistung mal wieder mit einem Team, was teilweise so ein bisschen strange ist. Ich meine, offensichtlichere Parallelen zu jetzt zum Beispiel Rio und Tokio kann es nicht geben. Wir haben zwei Charaktere, die faktisch genau damit übereinstimmen. Ich muss hier gar nicht die Namen nennen, ihr werdet es sofort merken und ihr werdet genau auch da auf meinen Trichter kommen, dass es einfach genau in diese Richtung gegangen ist. Sehr schade, muss ich ehrlich sagen. Und das ist auch so ein Grundproblem. Das Team ist auch wieder völlig überschattet, das ist interessant, aber es baut sich noch nicht auf. Zumindest halt in den anfänglichen Folgen hat sich das noch nicht so krass rausgestellt. Deswegen, ich kann nicht ein bisschen näher drauf eingehen, aber zumindest am Anfang kommt man dann nur schwerlich rein. Berlin ist der hundertprozentige Mittelpunkt. Das dreht sich alles um ihn. Und das ist auch wieder so ein Ding. Ja, sie haben diesen Charakter. Ja, sie können ihn auch entsprechend verwenden. Nur muss es nicht immer so übertrieben werden. Es gibt auch andere Möglichkeiten. Es gibt auch mal den Fokus dann zum Beispiel in eine andere Richtung. Aber da merkt man halt wieder, dass dieser Aufbau nicht irgendwo abgeklungen ist, sondern halt immer stärker gemacht wird. Und ganz ehrlich, das ist der Grundtenor der Serie, muss ich fairerweise sagen. Aber ich muss auch sagen, jetzt kommen wir zu den guten Punkten. Es ist nicht komplett schlecht. Wäre es zum Beispiel eine neue Serie aus irgendwie halt eben Spanien und man hätte diesen Charakter Berlin damit eingeführt. Extrem interessante, coole Serie. Da hätte sich keiner beschwert. Das Grundproblem ist es halt wirklich nur, dass sie Berlin in dieser Form wiederverwendet haben und die Tatsache vor allem, dass er sich dort Berlin nennt. Es macht halt gar keinen Sinn. Dieses Schema wurde ja erst irgendwo mit dem Professor etabliert, dieses Städteschema. Und ja, man könnte das dann irgendwie so kalkulieren, dass er schon vorhin in Berlin war und das dann einfach da in die anderen übergegangen ist. Nur ganz ehrlich, eher nicht. Es ist halt nun mal der Name der Programme. Es ist nicht Andres de Furiosa, sondern es ist halt Berlin. Deswegen klar, dass sie es durchziehen, aber ich verstehe es nicht, weil bei den anderen hat es auch nicht wirklich diesen richtigen Klang und man merkt einfach nur, dass sie sozusagen die wichtigsten Bestandteile von Haus des Geldes rausfiltern, eine neue Serie machen und halt alles sozusagen richtig machen wollen, was sie ihrer Interpretation noch verkackt haben. Das heißt aber nur, dass sie in den absoluten Hype-Fokus nehmen und alles, was Popularität und irgendwie Beliebtheit hat, werden die jetzt für diese Serie perfekt verwenden. Das ist nicht unbedingt eine gute Idee, bin ich ganz ehrlich. Es ist eine interessante Serie. Es ist nicht schlecht, es ist wirklich greifbar, es gibt eine coole Storyline, es gibt coole Cliffhanger, es gibt einen sehr überraschenden Plot, aber all in all, es ist nicht möglich, das noch mehr auszuschlachten, als sie es schon getan haben. Und diese Serie funktioniert halt nun mal nicht mehr mit dem Tenor, dass Berlin immer noch so präsent ist und es gefühlt wieder zum Gott geworden ist. Es ist irgendwo zu viel und ganz ehrlich, reicht. Wir brauchen keine Berlin-Serie und diese Serie sollte eigentlich in dieser Form auch nicht wirklich weitergehen. Man kann da vielleicht andere Sachen mal machen, aber Berlin ist eigentlich jetzt zu Ende. Was denkt ihr? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Wir werden euch auf jeden Fall noch auf dem Laufenden halten und euch dazu befragen. Bis zum nächsten Mal, meine Freunde. Habt einen schönen Tag. Macht was.